Nico Kurz kann seinen Eltern wirklich dankbar sein. Von ihnen hat er es, das Darts Siegergehen. Ja, meine Eltern sind auch schon jahrelange Dartspieler, wo auch im E-Dart-Bereich vieles erreicht haben, viel gewonnen haben, wo auch viel rumgekommen sind in der Welt. Die spielen nach wie vor noch auf mehreren Turnieren in Deutschland mit, wir waren jetzt die letzten 2 Jahre in Las Vegas gewesen mit unserer Mannschaft, wo sie auch noch mit dabei waren, auch noch die Turniere mitgenommen haben. Ja. Spätestens seit seinem WM-Debütsieg samt beinahe 9 Darter wissen nicht nur die Insider, welch großes Talent da vererbt wurde. Der 22-Jährige bleibt aber bescheiden. Von großen Erfolgen oder gar dem WM-Titel irgendwann träumt er nicht. Der große Traum ist wahrscheinlich schon auf so großen Bühnen öfters zu spielen und da seine Leistung abzurufen. Das ist so, glaube ich, denke ich mal, so der erste Traum für einen Dartspieler, auf so Bühnen zu bestehen. Ich glaube, so ein Ziel hat vielleicht jeder irgendwie im Hinterkopf. Aber wie schon gesagt, für mich zählen erstmal auf so Bühnen die Erfahrung sammeln und gute Spiele abliefern. Vielleicht sieht er das alles so locker, weil der Dartsport noch immer sein Hobby ist. Hauptberuflich gibt Kurz in ganz anderer Hinsicht Gas. Ja, also früher hat man Schlosser gesagt, das habe ich gelernt. Ich arbeite bei den Stadtwerken Hanau bzw. Hanau Netz GmbH. Dort haben wir mehrere Abteilungen. Dort bin ich im Bereich Mess- und Regeltechnik. Sprich, wir sind zuständig für die Gasversorgung, Gasstationen, Gasdruckregler. Das ist so mein Alltag in der Woche. In Hanau beobachten sie den Weg ihres Kollegen ganz genau. Die Stadtwerke haben sich sogar bei Sport1 gemeldet mit einem Gruß an Kurz. Lieber Nico, wir wünschen Ihnen für den anstehenden Kampf starke Nerven, zielsichere Hand, viel Glück. Vielleicht können die Kollegen ja auch dabei helfen, ein kleines Problem zu lösen. Nico Kurz fehlt etwas, das zu einem echten Dartstar einfach dazugehört. Ein griffiger Spitzname. Bei einer Umfrage auf sport1.de kristallisiert sich ein klarer Favorit heraus, The Mechanic, in Anlehnung an seinen Beruf. Klingt lustig. Und hat auch noch keiner, ne? Wird wahrscheinlich noch keiner haben. Ich habe mich da noch nicht so mit in Verbindung gesetzt. Und ich meine, der Spitzname ist erstmal zweitrangig. Erstmal hier auf der Bühne gut zu spielen, zählt erstmal mehr. The Humble One, der Bescheidene, wäre auch ein passender Spitzname. Nico Kurz hat von zu Hause aus wirklich vieles mitbekommen für einen erfolgreichen Spieler. Das Dart-Siegergehen und eine höchst sympathische Bodenständigkeit.